Ja, moin. Heute ist ein Tag später wie gestern. Heute ist Sonntag, nicht so doll Wetter. Ja, ich mache mal wieder eine Radtour. Nicht allzu groß, weil das Wetter ist jetzt auch nicht gerade so toll. Ich kann froh sein, wenn es trocken bleibt. Ich bin bei Sandweiler Kontern ausgestiegen aus dem Zug. Und ja, jetzt fahre ich jetzt mal kurz durchs Industriegebiet. Hier haben wir einen Wasserturm. Ich habe auch schon schönere gesehen. Los geht's. Hier wird das Gemüse benebelt. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen vorher. Das ist richtiger Nebel. Also das ist praktisch wie Spinat in der Disco. Also in dem Laden habe ich jetzt nichts gefunden, irgendwie wie Teilchen oder so, oder ja, keine Ahnung, ob es das da drin gar nicht gibt. Die Bäckerei daneben hat zu heute, Sonntag, naja, mal schauen, ich werde schon nicht verhungern. Dann gehe ich eben zur Konkurrenz. Auch schon den Wasserturm gesichtet. Da hinten ist er. So, da stehe ich jetzt vor dem Wasserturm, den ich sonst immer nur von unten gesehen habe. Naja, das ist halt Beton. Also das sind schon immer Riesendinger. Ein bisschen kann man schon runter gucken durch die Bäume. Und das ist das Syrtal. Und da unten die Straße, da bin ich sonst mit dem Rad gefahren. Und da ist ja dann noch die Bahnlinie für den Güterzug. Die sieht man aber nicht. Ich bin jetzt kurz vor Syren. Das ist hinter dieser Eisenbahnbrücke. Das da ist ja jetzt diese Güterzuglinie oder manchmal auch Ausweichstrecke. Ich bin ein bisschen am Schnaufen, es geht hier ganz schön die Treppen hoch. Und da unten fließt die Sihr auch unter den Bahngleisen durch. Ich meine, gucke ich mal, ob die auf hat. Ja, das dachte ich mir jetzt schon, dass die einen besonderen Grundriss hat. Ich glaube, es ist 12. Nee, ist leider zu. Komme ich nicht rein. Das ist der Peter von Aspelt. Ich bin auch in Aspelt. Wäre sonst doof, ne? Die Kirche da hinten, da kann man aber auch nicht rein, die ist zu. Und ich glaube, das war mal hier ein Bischof. Da stehen auch verschiedene, so Basel, Mainz, das sind ja auch Bischöfe. Geht's weiter. Hier steht Prag. An der Ecke. Das weiß ich gar nicht, was das heißt. Hier steht Rio. Ich gehe mal so hin. Hier sieht man es ganz. Hier steht Trier. So. Es sind verschiedene Wappen drauf. Ah, das ist schon eine tolle Figur hier. Ja.
Schön gemacht. Hier steht noch Luxemburg. Das muss hier auch drauf. So. Und da ist der Mainzer Dom. So. Sehr schöne Figur. Da hinten ist ein Schloss. Da kann man aber nicht rein, aber ich gucke es mir trotzdem mal so von außen einmal an. So, hier ist das Schloss. So, das waren mal Ställe. Es wurde umgebaut. Ja, ich weiß nicht, für so Veranstaltungen halt hier im Dorf. Und so sieht es von vorne aus. Ja, das sieht ganz besonders toll aus hier. Und das war auch viel früher mal ein Wasserschloss. Und wenn jemand noch eine tolle Location sucht für seine Hochzeit, hier kann man heiraten. Das ist ein Standesamt. Und das ist die andere Seite. Hier ist auch der Platz schön gemacht worden. Viele Bänkchen. Und der Brunnen eben. Ja, hier auch wieder so ein schönes altes Kreuz. Alle. Ja, es hat wieder aufgehört zu tröpfeln. Es war auch nicht viel. Das hier ist Frisange. Und da wollte ich auch mal was ganz Bestimmtes gucken. Ich weiß nicht, ob das da jemand kennt. Bin mal gespannt. Und da hinten, das sind wieder meine geliebten Türme vom Atomkraftwerk. Sieht man gerade noch so ein bisschen oben raus. So, vielleicht wisst ihr jetzt schon Bescheid. Und das ist jetzt das Restaurant von der Lea Linster. Ja, muss ich das noch übersetzen? Mit dem Riesen auf die Reise, würde jetzt ich jedenfalls mal sagen. Ein ganz großer auf dem Bus aufgemalt. Ja, super. Ja, hier ist der Eingang von dem Park Merveilleux. Ich muss langsam machen. Und der hat also jetzt zu. Ist ja eigentlich klar, bis 23. März 2024. Ja, ich kann da nichts dazu sagen, ob es gut ist oder wie ich es finde. Ich war ja noch nicht drin. Ja, ich bin jetzt nicht mehr weit weg vom Bahnhof. Das ist dann nämlich mein Ziel. Und hier ist praktisch der Nessie von Bettenburg oder der Riese im Weiher.
Ja, ich sitze schon im Zug nach Luxemburg. Ich muss über Rodange fahren, weil zwischen Bettenburg und Luxemburg heute nur Schienenersatzverkehr ist. Macht aber auch nichts. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!